Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die unterbrochene Sitzung des Plenums wieder eröffnen. Ich habe einen sehr praktischen Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen mit den Kameras. Es gibt den einen und anderen Kollegen, der sich ein bisschen belästigt fühlt. Und wir haben hier die Vereinbarung getroffen, die auch in der Geschäftsordnung steht, aber ich will mich jetzt gar nicht so formal hier bewegen, dass die Bedrängung der Abgeordneten auf ein überschaubares Maß reduziert wird. Also damit Sie bitte alle wissen, nichts mit Aufnahmen von irgendwelchen Unterlagen, die vor irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen liegen. Das wird geahndet mit einem Verweis aus diesem Raume, auch wieder sehr locker gesagt. Aber bitte sich auch dran halten, und wenn Sie vielleicht ein bisschen Abstand nehmen könnten, denn ich weiß, die Kameras haben einen großen Zoom, dann wäre das, also wenn ich meinen Kollegen, Fraktionskollegen Matthias Büger sehe, der sitzt eigentlich in der Kamera, das mag ihn stolz machen, aber das hilft dem Unternehmen unbedingt weiter. Also bitte nochmal ein bisschen zurücknehmen und darauf achten, dass auf alle Fälle verboten ist, und auch belegt, dass keine Aufnahmen von irgendwelchen Sachen gemacht werden, die auf dem Tisch liegen, sei es das Laptop oder sei es die Papiere, die da vorliegen. Da rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 84 und 85 mit den dazuliegenden noch. Da fehlt jetzt gerade noch genau, vielen Dank. Noch andere. Fangen wir andersrum an. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, zum Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not. Das ist die Drucksache 852 aus dieser Legislaturperiode. Ich unterstelle, dass die Dringlichkeit angenommen wird. Dann wird dieser Punkt 87 und kann, da keiner von Ihnen bestimmt widerspricht, mit Top 38 aufgerufen werden. Es widerspricht niemand. Dann haben wir die Anträge 84 und 85, doch das sehe ich richtig, das sind nur zwei, zu dem Tagesordnungspunkt Trauer um Walter Lübcke, feiger Mord konsequent aufklären, unsere Demokratie entschlossen verteidigen, von den Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen, Sozialdemokraten und der Freien Demokraten. Der wird zusammen verhandelt mit dem Tagesordnungspunkt 85. Im dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der Linken, Trauer um Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, Klammer CDU, und Verurteilung rechter Gewalt und rechten Terrors. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns eben hier ein bisschen, das haben Sie ja gesehen, ein bisschen streitig unterhalten. Das ist ja auch okay so. Ich habe alle Beteiligten darum gebeten, und nicht nur ich, sondern auch die Regierungsbank, dass wir uns angemessen dem Thema benehmen. Und deshalb nehme ich mal das Recht in Kauf und stelle mich gerne bei der nächsten Sitzung im Ältestenrat einer Debatte, dass ich folgende Reihenfolge jetzt im Namen von uns allen verkünde. Als erstes spricht der Ministerpräsident, das ist auch sein gutes Recht, das kann keiner hinterfragen. Und dann spricht Frau Faeser für Antragsteller 84, Herr Wagner Antragsteller 84, Frau Wissler Antragsteller 85, Herr Rock Antragsteller 84, Herr Scholz für die Fraktion der AfD, sondern das war die 31. Helft mir, wer redet von euch? Der Fraktionsvorsitzende persönlich, Herr Lambo, vielen herzlichen Dank. Und dann, wie gewünscht, das Abschluss von Herrn Boddenberg, Antragsteller 84. Darüber müsste man jetzt auch abstimmen können, aber ich mache das gar nicht, sondern wir haben ein Recht in der Sitzungsleitung, es so zu tun. Und wie gesagt, angemessen ist es, dass jetzt der Ministerpräsident des Landes Hessen das Wort bekommt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor wenigen Tagen haben wir in Kassel in einer sehr würdigen Trauerfeier unseres ermordeten Kollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke gedacht. Viele von Ihnen waren anwesend. Ich glaube, ich darf für alle sagen, die Erschütterung, die Trauer, die Anteilnahme gegenüber seiner Familie gilt unverändert. Die ganze Republik nimmt Anteil an diesem Mord an Walter Lübcke.
Es gilt ganz besonders nach dem vergangenen Wochenende, an dem die Sicherheitsbehörden einen der Tat dringend Verdächtigen mit eindeutig rechtsextremen Einstellungen und massiven Vorstrafenregister festgenommen. Der Umstand, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat und von einem Mord mit rechtsextremem Hintergrund spricht, löst neben Bestürzung auch schlimmste Befürchtungen aus. Es ist deshalb richtig, dass der Hessische Landtag zu diesen Vorgängen Stellung bezieht und klar Position bezieht. Ich begrüße sehr, dass die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten einen dringlichen Antrag eingebracht haben, der nicht nur ein starkes und wichtiges Signal ist, sondern auch sehr deutlich macht, dass wir nicht bereit sind, auch nur einen Millimeter zu weichen, wenn es um die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten unter Verurteilung rechtsextremer Umtriebe geht. Ich teile ausdrücklich die in dem Antrag vorgenommenen Beurteilungen und Schlussfolgerungen. Dazu gehört ausdrücklich auch der Umstand, dass wir bei allen Äußerungen und Bewertungen eines nie vergessen dürfen. Zunächst geht es um das Schicksal des ermordeten Kollegen Walter Lübcke. Der Respekt und ein würdevoller Umgang mit dem Opfer und seinen Angehörigen darf uns auch bei noch so engagierter Diskussion nicht verloren gehen. In meiner Trauerrede in Kassel habe ich deutlich gemacht, dass Walter Lübcke sehr beliebt, aber nie beliebig war. Ganz im Gegenteil. Er hatte ein klares Wertefundament. Er war ein engagierter Demokrat, er zeigte Haltung und er trat mutig für seine Überzeugungen ein. Wenn es nun so sein sollte, dass er für diese klare Haltung Opfer eines Mordes geworden ist, so verpflichtet uns gerade sein Tod, alles dafür zu tun, dass jedermann, auch und gerade politisch Verantwortliche, frei ihre Meinung äußern dürfen und sie das können, ohne Angst haben zu müssen, von Extremisten angegriffen zu werden. Das gilt nicht nur für hauptamtliche Politiker, sondern auch und gerade für die vielen ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker in unserem kommunalen Parlament. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Extremisten hoffen im schlimmsten Sinne des Wortes, dass sie mit ihren Taten andere mundtot machen, Angst und Schrecken verbreiten. Die Antwort von uns muss und kann nur lauten, wir haben nicht nur keine Angst, wir werden auch nicht weichen, und zwar nicht nur mit eurer Aufmerksamkeit. Die Stunde der Ermittlungsbehörden. Ein Ergebnis ihrer Arbeit steht noch nicht fest. Trotzdem werden nahezu stündlich wirkliche oder vermeintliche Ermittlungsergebnisse in allen möglichen Kanälen und Medien veröffentlicht und sofort schließen sich in aller Regel Spekulationen der unterschiedlichsten Art und Weise an und auch gegebenenfalls feststellen. Nicht selten muss man dabei den Eindruck haben, dass nicht die Sache, das differenzierte Prüfen, das erste Moment sind, sondern die knackige Überschrift oder die eilfertige Schuldzuweisung. Meine Damen und Herren, an so etwas kann sich eine verantwortliche Regierung nicht beteiligen und schon gar nicht verantwortliche Ministerinnen und Minister. Sie können nur über das berichten, was Sie wissen und worüber Sie in der Öffentlichkeit sprechen dürfen, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Das ist eine, wie viele von uns wissen, schwierige Gratwanderung, aber sie ist eine der Grundlagen
eines Rechtsstaats. Ich kann und will deshalb den endgültigen Ermittlungsergebnissen nicht vorgreifen. Aber ich will sehr deutlich machen und keine Zweifel daran lassen, dass diese Landesregierung alles tun wird, dieses scheußliche Verbrechen rückhaltlos aufzuklären, meine Damen und Herren. Da kann doch kein Zweifel sein. Und das kann und wird sich auch darauf zu erstrecken haben, was wir in eigener Verantwortung unserer Behörden zu leisten haben oder was sie als Unterstützung für die Arbeit des Generalbundesanwalts zu tun haben. Das wird und muss meines Erachtens natürlich auch für die Frage gelten, ob wir es hier mit einem Einzeltäter zu tun haben, ob da Mittäter dabei waren oder ein ganzes Netzwerk. Aus meiner Sicht müssen Ermittlungen in alle Richtungen gehen und eine vorschnelle Festlegung auf einen Einzeltäter erscheint mir unangebracht, meine Damen und Herren. Allein schon der Umstand, dass nach jetzigem Sachstand der Mord aus rechtsextremer Gesinnung naheliegt, ist schockierend und alarmierend. Es ist richtig, wenn in dem dringlichen Antrag darauf hingewiesen wird, von allen vier Fraktionen, dass sich bei diesem Mord, sollten sich die Vermutungen bestätigen, um den ersten rechtsextremistisch motivierten Mord eines Politikers seit der Weimarer Republik handelt. Meine Damen und Herren, die Feststellung in diesem Antrag, dass es sich um eine Zäsur und eine neue Dimension rechtsextremer Gewalt und politischer Radikalisierung handelt, ist absolut richtig. Da ist nichts zu beschönigen und auch nichts zu relativieren, meine Damen und Herren. Der Angriff auf Walter Lübcke war auch ein Angriff auf uns. Und er war ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie. Es muss deshalb zunächst einmal um die sorgfältigste Aufklärung der konkreten Straftat gehen. Aber das ist nicht genug. Es muss auch darum gehen, neben der Aufklärung eines konkreten Verbrechens, es als Daueraufgabe zu begreifen, diesem rechtsextremen Spuk entgegenzutreten, meine Damen und Herren. Die Landesregierung, die jetzt mit Sicherheitsbehörden kämpfen mit größter Entschlossenheit gegen diese rechtsextremistische Gewalt und den Rechtsextremismus, auch und gerade nach den Erfahrungen mit dem NSU und dem Mord an Halit Yozgat in Kassel. Nicht zuletzt die intensive strukturelle und personelle Aufrüstung der Sicherheitsbehörden, des Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes im Kampf gegen den Rechtsextremismus und die vielen Initiativen präventiv nach Möglichkeit dort schon einzugreifen, mögen dafür genannt werden. Aber meine Damen und Herren, ich will noch einen Gedanken zum Schluss einführen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus kann nicht nur eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden sein. Es ist eine Aufgabe von uns allen und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass gerade in diesem dringlichen Antrag auch aufgegriffen wird, dass was wir aus Anlass des Todes des früheren Kollegen und Regierungspräsidenten in den sozialen Netzwerken erleben. Diese Verrohung, diese menschenverachtenden Kommentare werden in diesem Antrag zu Recht aufs Schärfste missbilligt. Es wird gefordert, strafrechtlich aufzuarbeiten, das halte ich für selbstverständlich. Aber das ist nicht genug. Es muss uns gelingen, eine offensive Debatte darüber zu führen, dass diese an Schäbigkeit und Niedertracht nicht zu überbietenden Äußerungen im Netz von uns nicht nur sozusagen Schulterzucken zur Kenntnis genommen werden nach dem Motto, da kann man nichts machen, sondern dass wir sie missbilligen, gesellschaftlich ächten und dass wir Artikel 1 unserer Verfassung, der Ausgangspunkt unserer Verfassung, die Würde des Menschen so interpretieren, dass sie auch im Netz nicht untergehen darf. Das ist der Kern dessen, was wir tun. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat recht.
Wenn er betont, Zitat, wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit. Ende des Zitats. Und genau weil das so ist, dürfen wir nicht erst aufstehen, wenn physische Gewalt zu bekämpfen ist, sondern auch die Wegbereiter in verschiedensten Weisen müssen erleben, dass wir mutig entgegentreten. Überall dort, wo ausgegrenzt wird, wo gehetzt wird, wo Gewalt verharmlost wird, dort muss mit Mut und Entschlossenheit entgegengetreten werden. Ich habe es immer wieder gesagt und es gilt auch heute. In Hessen darf kein Platz für Hass und Gewalt sein. Das gilt für alle Richtungen und es gilt insbesondere auch für den Rechtsextremismus. Meine Damen und Herren. Diesen Rechtsextremismus mit allen Mitteln des Rechtsstaats und der politisch-gesellschaftlichen Diskussion zu bekämpfen, ist und bleibt dieser Landesregierung deshalb eine herausragende Verpflichtung. Dies schulden wir unserem ehemaligen Kollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke und dies schulden wir dem Erhalt unserer freiheitlichen Demokratie. Vielen Dank. Gelöst. Ich darf allen Beteiligten sagen, dass der Ministerpräsident ungefähr 3 Minuten mehr gesprochen hat. Das klären wir jetzt gleich noch, als die Redezeit ist. Aber ich hätte auch mit ungestörtem Gerät ihn nicht unterbrochen. Frau Faeser, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir trauern um unseren ehemaligen Landtagskollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Familie und Freunden. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Wir empfinden es als angemessen, dass wir heute parteiübergreifend über diesen furchtbaren Todesfall reden. Denn er beschäftigt, wie der Ministerpräsident gesagt hat, nicht nur die ganze Bundesrepublik, sondern vor allem auch hier uns. Der Angriff ist ein Anschlag auf uns alle und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und dem wollen wir heute hier gemeinsam begegnen. Walter Lübcke stand immer, aber insbesondere 2015, für das friedliche Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Er verteidigte gerade in den schwierigen Zeiten den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und nahm in den Diskussionen vor Ort über die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen unsere tolerante und offene Gesellschaft sehr aktiv und couragiert in Schutz und verdient deshalb unser allergrößten Respekt. Es sollte, meine Damen und Herren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man solche Äußerungen, die ja auf den Werten des Grundgesetzes und ich hoffe auf den meisten auch unserer aller persönlichen Werte fußen, äußern können, ohne die Sorge zu haben, dass man in der Folge Angriffe von Extremisten ausgesetzt ist. Aber genau das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein. Der Generalbundesanwalt, der am Montag das Ermittlungsverfahren von Hessen an sich gezogen hat, geht nach derzeitigem Stand der Ermittlung von einem Mord mit rechtsextremem Hintergrund aus. Sollte sich dies bestätigen, wäre das der erste rechtsextremistisch motivierte Mord an einem deutschen Politiker, das hat der Ministerpräsident gesagt, seit der Weimarer Republik und nach den Morden des nationalsozialistischen Untergrundes
ein weiterer politischer Mord mit rechtsextremem Hintergrund. Aber, sage ich auch ganz deutlich, es darf keinerlei Unterschied machen, ob es sich um Morde an einem Politiker handelt oder an einem Mord eines türkischen Internetbesitzers. Und leider hat es in der Bundesrepublik, wie gerade heute in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, allein in 2017 1054 rechtsextremistische Gewalttaten passiert. Es handelt sich also leider um eine sehr reelle Gefahr von rechten Gewalttätern. Die Ereignisse in Hessen sind in der Tat eine Zäsur und eine neue Dimension rechter Gewalt und politischer Radikalisierung. Das bedarf auch entschiedener Antworten von uns als Parlament und jeder Einzelne muss von uns etwas dagegen tun. Wir sind sehr erschüttert darüber, was direkt nach dem Tod des Regierungspräsidenten in den sozialen Netzwerken zu lesen war. Der Tod wurde in einer Art und Weise von rechtsextrem agierenden Menschen hämisch genutzt, dass jegliche Grenzen des menschlichen Anstandes überschritten wurden. Das hat auch Bischof Hain bei der Trauerfeier letzte Woche und der Bundespräsident sehr eindrucksvoll aufgenommen. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat es zutreffend, als ich zitiere, zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig bezeichnet. Diese Einstellungen gehören deutlich ausgegrenzt und man muss entschieden dagegen vorgehen. Denn aus verbaler Gewalt wird leider, wie wir sehr bitter feststellen müssen, schnell tatsächliche Gewalt. Und diese darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Es geht aber auch, und das will ich betonen, um die tatsächliche rechtsstaatliche Bekämpfung der verbalen Exzesse im Internet. Die Verächtlichungsmachung eines Menschen, der einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, darf uns nicht nur empören, sondern sie fordert uns heraus, alle Mittel des Rechtsstaates zu nutzen, um die Herabwürdigung und Gewalt in den sozialen Medien auch rechtsstaatlich zu ahnden, meine Damen und Herren. Es ist deshalb auch wichtig, Polizei und Staatsanwaltschaften so auszustatten, dass sie Hass und Hetze im Netz konsequent verfolgen können. Außerdem tragen auch die Plattformen der sozialen Medien eine besondere Verantwortung. Aber es geht um dieser Tage um viel mehr, als sich mit der zunehmenden Schnelligkeit und Verbreitung von Hassbotschaften und deren wirksamer Bekämpfung zu beschäftigen. Das gesellschaftliche Problem liegt viel tiefer. Die Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft haben sich nach rechts sehr stark verschoben. Das ist das Problem, meine Damen und Herren. Es ist kein Spuk Einzelner. Die vielfach feststellbaren gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit muss wirksam bekämpft werden, und zwar sehr frühzeitig. Das heißt, es beginnt in Kindertagesstätten, in der Schule, und dafür brauchen wir eine Ausweitung von Demokratieerziehung und politischer Bildung. Denn in weiten Teilen verloren gegangenen politischen Diskurs lassen dieser Tage viele leider sehr vermissen. Die Süddeutsche Zeitung hat dies heute in einem Artikel, wie ich finde, sehr zutreffend beschrieben. Ich darf zitieren. Beunruhigend ist der Grad der Enthemmung bis zur Gewaltsamkeit. Offenbar geht in einem Teil der Gesellschaft das Bewusstsein davon verloren, dass die republikanisch verfasste Demokratie mit ihren in Jahrhunderten entwickelten prozentualen Umständlichkeiten Tugenden voraussetzt, wie Geduld, Affektbeherrschung, Bereitschaft, mit anderen Standpunkten und Interessen zu leben. Ich finde das sehr richtig und ich glaube, dass wir als Parlamentarier auch dafür einstehen müssen, meine Damen und Herren. In diesem Kontext ist unsere Haltung als Parlament und jeden Einzelnen gefragt und ein entschiedenes Vorgehen des Rechtsstaates, denn wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung, was Toleranz und Weltoffenheit betrifft. Noch vor drei Generationen haben Deutsche im Namen
wie Kister es von der Süddeutschen einmal bezeichnete, einer irrationalen Ersatzreligion unerhörte Verbrechen begangen. Auch deswegen ist es so bedenklich, wenn hierzulande zum Teil im Jargon der Hetzer von damals gegen Meinungsfreiheit und leider auch gegen die körperliche Unversehrtheit agiert wird, meine Damen und Herren. Seit diesem Montag leitet die Generalbundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren und wir gehen davon aus, dass alle hessischen Kräfte die dortigen umfassenden Ermittlungen auch unterstützen. Ich sage das nicht ohne Grund, weil ich in den letzten Jahren auch etwas andere Erfahrungen in diesem Land machen musste. Es ist enorm wichtig, jede einzelne Tat zeitnah und vor allem umfassend aufzuklären, sagte der Bundespräsident dieser Tage in Anspielung auf die lange fehlgerichteten Ermittlungen um die Mordserie der Terrorgruppe NSU. Wir erwarten eine gründliche und auch transparente Arbeit der Ermittlungsbehörden. Dies erfordert eine besondere Sensibilität. Transparenz ist gerade dieser Tage wichtig. Ich betone das ausdrücklich, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Behörden wieder zu stärken. Entsprechenden Hinweisen muss konsequent nachgegangen werden. Spekulationen können hierbei rechtsstaatliche Verfahren und ordnungsgemäße Ermittlungsarbeit allerdings nicht ersetzen. Wir müssen gerade hier ganz besonders aus NSU lernen. Keine Spur darf liegen gelassen werden, kein Verdacht darf verworfen werden, meine Damen und Herren. Auch wir haben, wie der Ministerpräsident es gerade geschildert hat, dieser Tage viele Fragen. Ich will nur wenige nennen, weil es da vor allen Dingen nächste Woche drum geht. Warum wurde von Anfang an nicht im rechtsextremen Milieu ermittelt, wo doch 400 Hassmails aus 2015 vorlagen? Warum gingen die Behörden von einer Einzeltätertheorie aus? Und ich teile das, was der Ministerpräsident hier gesagt hat. Es sieht eher nach Unterstützern und womöglich gar Mittätern aus, wenn nicht sogar einem Netzwerk. Welche Reaktionen gibt es dieser Tage aus den rechtsextremen Szene, die möglicherweise auch Hinweise auf das Täterumfeld geben kann? Aber darum, ich habe es gesagt, geht es nächste Woche im Sonderausschuss des Innenausschusses. Bundeskanzlerin Merkel hat 2012 eine sehr eindrucksvolle Rede vor den Angehörigen der NSU-Opfer im Februar gehalten. Die Nation war aufgeschreckt. Das Bewusstsein ist leider viel zu schnell verloren gegangen, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin hat damals den irischen Denker Edmund Burke zitiert und ich möchte das hier auch tun. Ich zitiere, für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Ja, Demokratie lebt vom Hinsehen, vom Mitmachen. Sie lebt davon, dass wir alle für sie einstehen. Tag für Tag und jeder an seinem Platz. Demokratie zu leben, mutet uns zu, Verantwortung zu übernehmen für ein Zusammenleben in Freiheit und damit für ein Leben in Vielfalt. Gelingt dies, kann Vielfalt ihren Reichtum zum Besten aller entfalten. Und das, meine Damen und Herren, ist dieser Tage unsere Verantwortung als hessisches Parlament, dem wir alle nachkommen sollten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Faeser. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Wagner das Wort, verbunden mit der Information, dass wir jetzt von einer Redezeit von 11 Minuten für alle Redenden ausgehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir trauern um Walter Lübcke. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei seiner Familie. Viele von uns kannten Walter Lübcke als Landtagskollegen. Wir alle kannten ihn als Regierungspräsidenten. Walter Lübcke war ein engagierter Kämpfer für unsere Demokratie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für seine Heimat Nordhessen. Er ist Diskussionen nie aus dem Weg gegangen und hat sie stets fair geführt. Er hat im besten Sinne Gesicht gezeigt, meine Damen und Herren.
Es ist unfassbar, wenn sich bewahrheiten sollte, dass es eben dieses Engagement war, worin der Grund für den Mord an Walter Lübcke liegt. Dann war es der Mord an einem Menschen und dann war es ein Anschlag auf unsere Demokratie. Wir trauern um Walter Lübcke. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei seiner Familie. Ich habe das sehr bewusst an den Anfang meiner Rede gestellt, wie auch meine Vorrednerinnen und Vorredner. Denn in unserer hektischen, nach immer neuen vermeintlichen oder realen Informationen gierenden Zeit scheint mir das manchmal zu kurz gekommen, das Opfer und seine Angehörigen. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, leicht missverstanden werden kann und vielleicht von anderen gerne bewusst missverstanden werden wird. Ich sage es trotzdem, weil es mir ein Anliegen ist. Wir alle sollten uns fragen, ob alles von dem, was in den letzten Wochen gesagt, gefordert, geschrieben, gesendet und spekuliert wurde, tatsächlich der schrecklichen Situation angemessen war. Wir alle sollten uns fragen, ob es sinnvoll ist, Menschen, die nach derzeitigen Erkenntnissen beispielsweise nur erste Hilfe geleistet haben, in das grelle Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu ziehen, ihr Leben vor dem Publikum auszubreiten und ihr vermeintliches und reales Handeln eventuell voreilig zu bewerten. Denn uns allen sollte bewusst sein, das Leben dieser Menschen geht weiter. Die Scheinwerfer sind zwar irgendwann wieder aus, aber die Schlagzeilen bleiben diesen Menschen. Das eben Gesagte ändert an einem nichts. Wir brauchen vollständige und rückhaltlose Aufklärung. Vollständige Aufklärung darüber, von wem und mit welchem Motiv Walter Lübcke ermordet wird. Vollständige Aufklärung darüber, ob es rechtsradikale Strukturen gab, die mit diesem Mord in Zusammenhang stehen. Und vollständige Aufklärung darüber, ob es Zusammenhänge zum MSU-Terror gegeben hat. All das muss vollständig aufgeklärt werden. All das ist unsere Verpflichtung. Alle Fragen müssen auf den Tisch, Antworten müssen gefunden werden. Dabei sollten zwei Dinge klar sein. Berechtigte Fragen sind kein Ausdruck des Misstrauens in unsere Sicherheitsbehörden. Genauso gilt aber auch, derzeit noch unvollständige Antworten oder der Verweis auf laufende Ermittlungen dürfen nicht dazu instrumentalisiert werden, das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden infrage zu stellen. Vermutungen und Thesen sind ausdrücklich notwendig, um den Dingen auf den Grund gehen zu können. Sie dürfen aber nicht zu haltlosen Spekulationen werden und sie können rechtsstaatliche Verfahren und ordnungsgemäße Ermittlungsarbeit nicht ersetzen. Wir wissen noch nicht sicher, ob der Mörder und seine Tat in rechtsextreme Strukturen eingebunden waren. Eines wissen wir allerdings ganz sicher. Rechtsextreme Straftaten und Drohungen häufen sich, nicht ausschließlich gegen Politikerinnen und Politiker. Rechtsextremes Denken führt zu rechtsextremen Worten. Rechtsextreme Worte können zu rechtsextremen Taten werden. Dieser Entwicklung sollten sich alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegenstellen.
Aus Worten können Taten werden. Hass und Gewalt entstehen in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Menschen herabgewürdigt werden, unsere demokratischen Institutionen infrage gestellt werden oder Politiker als Volksverräter bezeichnet werden. Deshalb hielte ich es heute in dieser Debatte für mehr als angemessen, wenn die Vertreterinnen und Vertreter einer Partei schweigen würden. Die gesparte Redezeit, um über Ihren Beitrag an der Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas nachzudenken. Wir trauern um Walter Lübcke. Wir wollen den Mord vollständig aufklären. Und wir treten den Feinden unserer Demokratie immer und überall entschieden entgegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Wagner. Danke, Herr Wagner. Für die Fraktion Die Linke erteile ich Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind bestürzt und betroffen über den Mord an unserem ehemaligen Landtagskollegen und Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nach allem, was wir wissen, handelt es sich um einen politischen Mord. Der mutmaßliche Täter stammt aus der rechten Szene. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten seiner Familie, seinen Freunden und auch seiner Partei, der CDU. Und wir wünschen seinen Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Bestürzt und betroffen sind wir auch über die unverhohlene Freude und Häme über diesen Mord. In rechten Foren auf Facebook und auch in Teilen der AfD wurde Walter Lübcke verhöhnt und der Mord regelrecht gefeiert. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben recht, wir wissen noch nicht genau, wer der Mörder war. Aber was wir wissen, ist, wer sich über diesen Mord gefreut hat. Und das, weil Walter Lübcke für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen sich ausgesprochen hat und weil er deutliche Worte gegen rechts gefunden hat. Daraufhin wurde er als Volksverräter verunglimpft, bekam Morddrohungen und stand zeitweise unter Polizeischutz. Das ist Ausdruck einer gefährlichen Stimmung und einer gesellschaftlichen Verrohung, die den Nährboden für solche Taten bereitet. Aus Worten werden Taten, aus Hetze wird Gewalt und das ist beängstigend. Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, aufzustehen gegen rechte Hetze und rechte Gewalt und sich nicht einschüchtern zu lassen durch solch furchtbare Taten. Es war nicht das erste Attentat auf einen Politiker. Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, wurde Opfer rechter Gewalt. Sie überlebte einen Messerangriff nur knapp. Der Bürgermeister von Tröglitz fürchtete aufgrund von rechten Drohungen um sein Leben und gab schließlich sein Amt auf. Sie sind prominente Opfer. Seit 1990 gab es über 180 Todesopfer rechter Gewalt. Menschen, die meistens nicht in der Öffentlichkeit standen, deren Tod oft keine öffentliche Aufmerksamkeit fand, ja, die oftmals nicht mal als Opfer rechter Gewalt anerkannt wurden. Die ermordet wurden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung. Und ich denke, auch an sie sollten wir heute denken, wenn wir um Walter Lübcke trauern. Thank you.
rassistische Straftaten haben seit 2015 zugenommen. 3 rechte Straftaten durchschnittlich pro Tag. Und das zeigt die große Gefahr durch die rechte Szene. Der Mord an Walter Lübcke wäre nach Khalid Yozgat der 2. Mord, der aus rechtsradikalen Motiven in Nordhessen begangen wurde. Die Mordserie, das NSU, die sogenannte Gruppe Freital, Old School Society, Revolution Chemnitz, die Aryans. Rechtsterrorismus ist leider kein Einzelfall in Deutschland und in Hessen. Und unsere Solidarität gilt allen Opfern rechter Drohungen und rechter Gewalt, meine Damen und Herren. Der mutmaßliche Mörder Walter Lübkes gehörte der rechten Szene an. Stefan E. beging seit Beginn der 90er Jahre schwerste Straftaten, ein Sprengstoffattentat auf eine Flüchtlingsunterkunft, Körperverletzung, Landfriedensbruch und bis hin zu versuchtem Totschlag. 2009 überfiel er mit anderen Neonazis eine DGB-Veranstaltung in Dortmund. Er war in der Kameradschaftsszene und in der NPD aktiv und hatte offenbar zumindest Verbindungen zu Combat 18. Als Linke haben wir 2015 im NSU-Untersuchungsausschuss namentlich nach Stefan E. gefragt. Er war uns in den Akten und Recherchen aufgefallen als besonders militanter und gewaltbereiter Neonazi aus Kassel. Und wir hielten es deshalb für möglich, dass er zum Kasseler NSU-Unterstützerumfeld beim Mord an Khalid Yozgat gehört haben könnte. Stefan E. war mit vielen anderen militanten und hochgefährlichen Neonazis vernetzt. Neonazis, die wie er Dutzende Straftaten verübt haben und auch noch bis heute verüben. Und deshalb haben wir damals einen Beweisantrag in der Zeugenbefragung und einen Beweisantrag das Landesamt für Verfassungsschutz explizit nach weiteren Erkenntnissen zu ihm gefragt, nach seiner Militanz, ob er als Rechtsterrorist einzustufen ist. Aber leider waren die Antworten recht dürftig. Wir mussten das damals in einer geheimen Sitzung tun, weil nahezu alle relevanten Informationen zu militanten Neonazi-Strukturen in Hessen als geheim eingestuft wurden. Der Bericht zu den NSU-Nachuntersuchungen des Landesamts für Verfassungsschutz sogar für 120 Jahre, Verschlusssache bis 2134. Wir haben diese Form der Geheimhaltung immer kritisiert und wir haben eine transparente Aufklärung gefordert. Wir mussten nach Abschluss des NSU-Untersuchungsausschusses unsere Notizen aus den geheimen Sitzungen und unsere Unterlagen komplett vernichten. Aber wir haben gestern erneut Einsicht in das Protokoll dieser geheimen Sitzung genommen, in der es um Stefan E. ging. Und wir haben die Veröffentlichung dieses Protokolls, dieser geheimen Sitzung beantragt, weil wir denken, dass es von hoher Relevanz ist, was das LfV über den mutmaßlichen Mörder wusste. Und ich denke, diese Erkenntnisse, die das Landesamt für Verfassungsschutz über Stefan E. hatte, müssen zudem an den Generalbundesanwalt weitergegeben werden. Ich füge hinzu, falls es diese Akte noch gibt. Nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 wurde in den Verfassungsschutzämtern bundesweit massenhaft wurden Akten geschreddert, in der Absicht zu vertuschen, Beweise zu vernichten und die Rolle von V-Männern zu verschleiern. Wir wissen aus dem Untersuchungsausschuss, dass es Erkenntnisse beim LfV über Stefan E. gibt. Und für uns wäre wichtig zu wissen, ob es diese Akten noch gibt, ob sie gesperrt wurden und ob sie für die Ermittlungen freigegeben werden. Die Gefahr durch rechte Gewalt und rechten Terror wurde jahrelang unterschätzt. Während islamistisch motivierte Anschläge oft viel politischen Aktivismus ausgelöst haben und zu breiten öffentlichen Debatten führten, blieb rechter Terror oft eine Randnotiz, sowohl in der politischen Debatte als auch in der medialen Öffentlichkeit. Viel zu schnell war vorschnell die Rede von vermeintlichen Einzeltätern, statt rechte Netzwerke im Hintergrund zu beleuchten. Der NSU war kein Trio. Er hatte ein breites Unterstützerumfeld und bis heute wissen wir nicht, wer alles dazugehört hat und wer die Tatorte ausgesperrt hat. Aber wir wissen, und das haben wir damals in fast 50 Seiten in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses dargelegt, dass es in Nordhessen eine militante, eine gewaltbereite und eine überregional vernetzte Neonazi-Szene gab, zum Beispiel mit engen Kontakten nach Dortmund, nach Thüringen. Und Stefan E. war offensichtlich in dieser Neonazi-Szene vernetzt. Klar ist, die Hinrichtung Walter Lübkes durch Kopfschuss, es wirkt wie eine NSU-Nachahmerschaft oder gar eine Fortsetzung. Im Fall Walter Lübcke sind noch viele Fragen offen, die zunächst die Ermittlerinnen und Ermittler beantworten müssen. Aber wir haben auch Fragen an den Innenminister, die wir nächste Woche in der Sondersitzung stellen werden.
Und ich finde, wir müssen jetzt auch über Fragen diskutieren, wie ob die Nazi-Vereinigung wie Combat 18 nicht endlich verboten werden muss. Und dass die Verharmlosung des rechten Terrors, den es dies immer wieder gab, dass die endlich ein Ende haben muss, meine Damen und Herren. Wir haben heute einen eigenen Antrag in den Landtag eingebracht. Und ich sage leider, weil es gibt einen gemeinsamen Antrag von CDU, Grünen, SPD und FDP ohne uns. Da die CDU grundsätzlich keine gemeinsamen Anträge mit der Linken einbringt, vielleicht nehmen Sie die aktuellen Entwicklungen, die wachsende Gefahr von rechts zum Anlass, nochmal darüber nachzudenken, ob diese Gleichsetzung von AfD und Linke wirklich angemessen ist. Aber dabei will ich das heute belassen. Ich will nur begründen, warum wir einen eigenen Antrag eingebracht haben und nicht auf dem anderen Antrag stehen. Meine Damen und Herren, wenn wir über rechte Gewalt und rechten Terror sprechen, dann müssen wir immer auch über das gesellschaftliche Klima reden, das solche Taten begünstigt, indem solch ein Hass gedeihen kann. Wer Flüchtlinge zu Sündenböcken macht und als Gefahr darstellt, wer Migration zum Problem erklärt und Vorurteile schürt, der trägt dazu bei, ein Klima zu schaffen, das solche Taten begünstigt und rechte Täter ermutigt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der politische Diskurs immer weiter nach rechts verschoben wird und eine Partei wie die AfD die politische Agenda bestimmt. Wir brauchen breite gesellschaftliche Mobilisierung gegen rechts wie Unteilbar und Wir sind mehr. Denn der beste Verfassungsschutz und die beste Verteidigung von Demokratie sind die Menschen, die sich Neonazis überall dort in den Weg stellen, wo sie marschieren wollen, die sich tagtäglich engagieren gegen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus und alle anderen Formen der Menschlichkeit. Die deutsche Geschichte mahnt uns, jeder Form des Faschismus entgegenzutreten und der Gefahr von rechts ein Pol der Solidarität und der Menschlichkeit entgegenzustellen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Walter Lübcke ist tot. Walter Lübcke ist zuallererst Mensch, Ehemann, Vater, Freund, Opfer einer schrecklichen und unfassbaren Mordtat. Er war groß, kantig, er war geradeaus. Wir kannten ihn noch als Kollegen und natürlich als Regierungspräsident. Er hat den Respekt der Freien Demokraten für seine Arbeit und er hat unsere Dankbarkeit für seine Menschlichkeit und seine menschliche Art. Die Gedanken der Freien Demokraten sind auch heute bei seinen Angehörigen. Wenn es tatsächlich so ist, dass für diese Menschlichkeit und seine menschenfreundliche Art er den höchsten Preis bezahlen musste, ist das in einer besonderen Weise abstoßend. Und es führt dazu, dass wir unter keinen Umständen zurückkehren können zum Tagesgeschäft. Diese Tat hat eine Bedeutung und ist eine Herausforderung für uns alle, für alle aufrechten Demokraten und unsere Gesellschaft. Es ist Zeit, Haltung zu zeigen, aber es ist auch Zeit, die richtige Haltung zu zeigen. Die richtige Haltung als Demokrat. Was bedeutet das für uns? Nicht nur für uns Freie Demokraten, ich denke für uns alle. Ganz vorne steht der Respekt. Der Respekt vor dem anderen.
sozusagen die andere Seite der Münze der Menschenwürde. Wir geben die Würde der Menschen zurück durch den Respekt, den wir ihnen erweisen. Den Respekt vor der freien Meinungsäußerung. Also die Freiheit unserer Gesellschaft. Und die Solidarität. Das, was uns alle als Gesellschaft zusammenhält. Diese Haltung zu vertreten, für sie einzutreten. Auch wenn andere durch Respektlosigkeiten herausgefordert und bedroht sind. Auch wenn andere Meinungen bedroht sind, den Menschen entgegenzutreten, die dort sich so verhalten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, in unserem Land läuft seit einiger Zeit einiges schief. Regeln werden übertreten, Gesetze werden nicht mehr eingehalten. Rettungssanitäter werden angegriffen, Polizisten respektlos behandelt. Der Respekt vor den Autoritäten und den Institutionen unserer Gesellschaft, unseres Staates nehmen rapide ab. Und jetzt, am sichtbarsten und am tragischsten, ist ein Vertreter, Walter Lübcke, als Vertreter unseres Staates Opfer dieser Respektlosigkeit, dieser Unmenschlichkeit geworden. Und das muss uns alle aufrütteln. Was fordert das von uns? Es fordert von uns Mut, nicht Angst. Es fordert von uns Einsatz, nicht zurückweichen. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben heute einige wichtige Sätze gesagt. Lasst uns hier als Vertreter aller Hessinnen und Hessen zusammenstehen in so einer Situation. Und solange das für uns überhaupt tragbar ist, aber ich hoffe, es wird lange sein, gemeinsam für diese Haltung eintreten und streiten und nicht schon hier wieder zu spalten und zu provozieren. Ich habe heute in der Rundschau gelesen, Taten spiegeln ein politisches Klima wider. Und dieses politische Klima ist das, was mich nachdenklich macht. Das politische Klima nicht ausreden zu lassen, Menschen in die Ecke zu stellen, Barrikaden zu errichten und insbesondere das Klima der Vergiftung durch rechte Agitation. Das hat einen neuen Stellenwert und eine neue Größe erlangt, die uns alle in besonderer Weise aufmerksam machen muss. Und als jemand, der einige Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss hier im Hessischen Landtag mitgearbeitet hat, ist es für mich eigentlich undenkbar gewesen, dass wir heute davon ausgehen müssen, dass Walter Lübcke Opfer rechter Gewalt geworden ist und dass diese Gewalt ihren Ausgang auch hier in Hessen gefunden hat, in einer Region, auf die wir schon mal unseren Blick gerichtet hatten und wovon ich ausgegangen bin, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen würde, auch unserer Sicherheitsbehörden. Es ist etwas in unserem Land, das uns Aufmerksamkeit abverlangt. Die Bereitschaft, Gewalt, verbaler Gewalt entgegenzutreten. Und ich will mich nicht abarbeiten in dem, was verlautbart wird auf allen Kanälen. Die Presse scheint sehr gut unterrichtet zu sein und minütlich gibt es neue Meldungen. Wenn nur große Teile von dem sich bewahrheiten sollten, was wir in den Medien lesen könnten und konnten,
dann ist es etwas, was ich mir nicht mehr hatte vorstellen können, nach dem, was wir im Untersuchungsausschuss diskutiert haben. Es ist eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, für die Landesregierung und es ist sicherlich auch gerade bei den Sicherheitsbehörden als schwarzer Tag empfunden worden, was dort passiert ist. Die Polizei und auch unser Geheimdienst sind aufgefordert, all das aufzudecken und aufzuklären, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten, ohne Rücksicht auf Bedenken, die man haben könnte, was das mit unserer Gesellschaft tun könnte. Wir wollen wissen, wie es war, wir wollen wissen, wer es war und wir wollen wissen, welches Umfeld hinter diesen Taten steht, weil das ist wichtig zu wissen für uns alle. Wenn es sich bewahrheitet, wovon wir heute ausgehen müssen, dass Walter Lübcke, Regierungspräsident in Nordhessen in Kassel, und ich würde uns bitten, auch immer den Menschen zu sehen und den Menschen nie durch seine Funktion überdecken zu lassen, dass Walter Lübcke Opfer eines politischen Mordes geworden ist, ist ein Zurückkehren zur Tagesordnung nicht möglich. Es ist eine Herausforderung für uns alle. Und noch niemand kann heute abschätzen, wie sehr dieser Mord dann unser Land und unser Verhältnis in unserem Land verändern werden kann. Und ich bin entschlossen, und ich hoffe, Sie teilen das, dass wir nicht zulassen dürfen, dass die Werte, für die wir in einer freiheitlichen Demokratie alle stehen, dass diese Werte beliebig werden, die Füßen getreten werden oder zur Seite geschoben werden. Für freie Demokraten und ich denke für uns alle ist die Demokratie, die Verfassung, der Rechtsstaat die größten Errungenschaften, die wir in unserer Gesellschaft nach dem Krieg erreichen konnten. Und diese Errungenschaften sind es wert, mit aller Energie, aller Liebe und allem Herzblut zu verteidigen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lambrou gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich kannte Herrn Dr. Walter Lübcke leider nicht persönlich. Ich hätte ihn aber gerne kennengelernt. Er war ein über Parteigrenzen hinaus anerkannter und hoch angesehener Politiker. Es ist immer sehr tragisch, wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, insbesondere dann, wenn es sich um einen so unerwarteten und zugleich grausamen Tod handelt. Die Mitglieder der AfD-Fraktion sind in Gedanken bei den Angehörigen des ermordeten Herrn Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Während der Trauerfeier für Herrn Dr. Lübcke am vergangenen Donnerstag in der Martinskirche in Kassel habe ich in die Gesichter der Anwesenden geschaut. Tiefe Trauer, Fassungslosigkeit und Entsetzen waren darin zu erkennen. Ich kann dies nachfühlen, denn mir ging es in der Kirche genauso. Ich wünsche den Angehörigen, den Freunden und Bekannten des Verstorbenen Kraft in dieser schweren Zeit. Was bedeutet der Tod von Herrn Dr. Lübcke für uns Politiker? Ich denke, für uns alle hier zu sprechen, wenn ich feststelle,
dass diese widerwärtige Tat nicht nur ein Angriff auf einen Politiker war, sondern auch ein Angriff auf uns alle, unsere Demokratie und die Werte, die wir vertreten. Zu diesen Werten gehört, dass wir politische Auseinandersetzungen niemals mit Gewalt führen, sondern jede Meinungsverschiedenheit ausschließlich mit Argumenten und Debatten begegnen. Was diesen Punkt anbetrifft, ist der Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke eine tiefe Zäsur in unserer politischen Werteordnung, welche weit über Hessen hinausreicht. Die AfD-Fraktion wird diesen Fall nicht auf sich beruhen lassen. Wir regen deshalb an, den Untersuchungsausschuss zum rechtsextremen Terrornetzwerk NSU zu reaktivieren. Auf die Tatsache, dass Untersuchungsausschüsse in Hessen in formaler Hinsicht immer noch nicht abschließend geregelt sind, sollte uns an dieser Stelle zu denken geben. Die AfD-Fraktion wird, so wie Sie auch, sich weiter dafür stark machen, dass Untersuchungsausschüsse in Hessen endlich eindeutige Verfahrensregeln erhalten, um zu einem effizienteren Instrument der Aufklärung werden zu können. Wir sind gerne bereit, mit allen im Landtag vertretenen Parteien zusammenzuarbeiten, denn wir alle sind betroffen sowie getroffen. Und nur gemeinsam können wir an dieser Stelle etwas erreichen. Und ich denke, ich kann auch für alle sprechen, wenn ich feststelle, dass wir keinerlei Extremismus, egal von welcher Seite auch immer, dulden. Die AfD Hessen hat es direkt nach dem Mord an Walter Lübcke gesagt, und wir wiederholen es an dieser Stelle. Außer Trauerbekundungen zum Tod von Dr. Lübcke halten wir auch weiterhin keine anderen Äußerungen, auch nicht in den sozialen Medien, für angemessen. Ich möchte das als Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag ganz klar sagen: Hass und Hetze lehnen wir entschieden ab. Zum Schluss meiner Rede muss ich leider noch auf Teile der Rede von Herrn Wagner, dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis Grünen, eingehen. Herr Wagner, ein Mensch wurde gewaltsam aus dem Leben gerissen. Den Mord an Dr. Walter Lübcke parteipolitisch zu instrumentalisieren, lehnen wir als AfD-Fraktion und ich hoffe auch Sie grundsätzlich ab. Meine Damen und Herren, auch die Zurückhaltung aus Respekt vor dem Tod eines Menschen gehört zu unseren nicht verhandelbaren Werten. Daran möchte ich in dieser schweren Stunde ebenfalls erinnern. Wir hätten gerne einen gemeinsamen Antrag mit Ihnen heute eingebracht. Wir wurden leider nicht gefragt. Das gilt es zu akzeptieren. Wir werden dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Freien Demokraten selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will eine Vorbemerkung machen. Herr Lambrou, die Würde, die hier von einigen Rednern zu Beginn der Debatte für diese Debatte eingefordert wurde, verbietet es mir, auf Ihren Redebeitrag näher einzugehen. Es verbietet es mir,
Sie zu konfrontieren mit Meinungen, mit Stimmen und mit Äußerungen aus Ihren Reihen bis vor allen Dingen auch in die Bundesspitze, diese heute hier zu zitieren, lediglich die Pietät und die Rücksichtnahme auf eine, wie gesagt, würdevolle Debatte. Sie sprechen hier. Sie sprechen hier, und ich glaube, das darf ich für alle anderen Fraktionen sagen, nicht für alle, sondern wenn überhaupt, dann nur für die AfD. Und Frau Kollegin Witzler, ich will Sie nicht gleichsetzen. Sie haben das in Ihrem Redebeitrag angesprochen. Wir beide hatten andere Gelegenheiten, um über die Frage zu diskutieren, weshalb verhält sich die CDU so gegenüber den Linken. Und auch zu Ihnen sage ich heute nochmal, ohne Sie gleichzusetzen, dass wir sicherlich Gelegenheit haben und nehmen werden, über die Gründe, die die CDU dazu bewegen, mit Ihnen keine gemeinsamen Anträge im Hessischen Landtag einzureichen, zu reden. Lassen Sie mich nur so viel sagen. Wir haben in diesem Hause Debatten geführt in den letzten Jahren. Die Frage, die Sie selbst aufgerufen haben, nämlich wann werden möglicherweise aus extremen Gedanken Worte und dann auch Gewalttaten, all das ist in der Vergangenheit auch zu anderen Anlässen hier im Hause, wie ich finde, zu Recht diskutiert worden. Wenn wir diese Debatte mit Ihnen so führen können, dass Sie akzeptieren, dass Gewalt völlig losgelöst, woher sie kommt, niemals, ich sage niemals, ein probates Mittel von Politik sein darf, auch nicht Gewalt auf der Straße, dann können wir auch über die Frage der demokratischen Prozesse und dem Miteinander auch in diesem Hause miteinander reden. Kolleginnen und Kollegen, Herr Walter Lübcke ist zu Recht von allen Rednern als einem Menschen gesprochen worden, der nicht nur ein sympathischer, ein freundlicher und in aller Regel auch gut gelaunter Zeitgenosse, Kollege und Freund war, sondern der auch mutig war. Und es ist angesprochen worden, ich glaube von Matthias Wagner, aber auch anderen, dass es einen ganz bestimmten Vorgang in den letzten Jahren gegeben hat, wo das jeder in verschiedener Form, ja auch in den sozialen Netzwerken nachvollziehen kann. Walter Lübcke war nicht der Einzige, der im Zusammenhang mit dieser großen Herausforderung, die wir seit 2015 haben, solchen Prozessen, solchen Konfrontationen und auch manchen Exzessen ausgesetzt war. Er war auch einer von denen, die damit konfrontiert wurden, aber leider kein Einzelfall. Und deswegen will ich hier auch nochmal sehr, sehr deutlich sagen, wenn diese Situation auch nur irgendetwas hat, wo sie auch helfen kann, wo sie Bewusstsein schaffen kann, wo sie im Sinne Walter Lübkes dazu beitragen kann, dass diese Gesellschaft wieder zu einem gemeinsamen Konsens unter Demokraten kommt, und dass wir gemeinsam uns all dem entgegenstellen, was beispielsweise vor allen Dingen ehrenamtlich kommunalpolitischen Menschen unterschiedlicher Parteien entgegenschlägt, ja, dann wäre es vielleicht ein Vermächtnis und ein Erbe von Walter Lübcke und ich sage ganz ausdrücklich auch sicherlich im Sinne seiner Familie, so dass da irgendetwas bleibt, außer nur der Trauer, in Anführungsstrichen, über einen Zeitgenossen wie Walter Lübcke, und nur einer politischen Debatte, wie wir sie natürlich an verschiedenen Stellen auch im Innenausschuss des Hessischen Landtags führen müssen, sondern wäre es vielleicht auch eine Debatte, die uns nach vorne schauen lässt und mit Zuversicht erkennen lässt, dass wenn wir alle gemeinsam es wollen, der Rechtsstaat und die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland und hier in Hessen eine gute Zukunft haben.
Ja, und es ist von fast allen Rednern sehr glaubhaft versichert worden, dass wir nicht spekulieren wollen, sondern dass wir die Ermittlungsarbeit selbstverständlich den Sicherheitsbehörden, dem Generalbundesanwalt und allen Beteiligten auch hier in Hessen überlassen sollten. Und nicht spekulieren betrifft denn uns alle, jeden Einzelnen von uns genauso eingeschlossen wie die Medien, wie Menschen, die im Internet unterwegs sind, gleichermaßen. Und dann will ich, Herr Schaus, schon auch auf einen Punkt eingehen, weil es jetzt gerade ganz aktuell zu sehen ist, dass man selbstverständlich alle Fragen stellen darf und muss in einer Demokratie, ist völlig unbestritten. Und das haben Sie gemacht und das haben auch FDP und SPD gemacht, mit Blick auf die nächste Woche. Und es wird sicherlich nicht die letzte Gelegenheit sein, dass Fragen gestellt werden können und so weit wie möglich selbstverständlich mit Blick auf die Ermittlungsunabhängigkeit auch beantwortet werden. Aber es ist gerade eben eine Meldung zu den Akten, die Sie hinterfragt haben, ob die denn gelöscht worden seien, im Hessischen Rundfunk oder in der Hessenschau veröffentlicht worden, in dem der Verfassungsschutz sagt, dass es diese Akten sehr wohl noch gibt. Ja, Sie und andere reden häufig auch im Konjunktiv. Aber ein sich wiederholender Konjunktiv führt natürlich am Ende in dieser Medienlandschaft, in der wir sind, sehr, sehr häufig auch dazu, dass der Konjunktiv kein Konjunktiv bleibt, sondern aus Fragen, aus Insinuierung, auch vermeintliche Tatsachen. Ich will das ausdrücklich nur an diesem einen Punkt beschreiben, um alle, auch die Medien, auch die politischen Verantwortlichen in dieser Debatte, in dieser schwierigen Zeit, ein wenig zu mahnen. Und ich sage ausdrücklich, es gilt auch für die eigenen Reihen. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass die hessischen Behörden alles tun, das haben alle übereinstimmend festgestellt, was Menschen möglich ist, um Aufklärung zu schaffen, und zwar zu 100%. Es sind 60 Ermittler des Landeskriminalamtes Hessen dabei, in den Ermittlungen den Generalbundesanwalt zu unterstützen. Und für den Fall, ja, jetzt verwende ich auch einen Konjunktiv, dass sich das bewahrheitet, was der Generalbundesanwalt bzw. der Sprecher vermutet oder als sehr verdichtete Wahrscheinlichkeit vorgestern erklärt hat, nämlich, dass es einen rechtsextremistischen Hintergrund gibt und der Täter aus entsprechenden Milieus kommt, will ich ausdrücklich sagen, dass es selbstverständlich so ist und sein muss und gar nicht anders sein kann, dass die Sicherheitsbehörden auch und gerade in Hessen nach den Ereignissen, die wir hier über einige Jahre diskutiert haben, der NSU-Morde, die auch in diesem Land stattgefunden haben, selbstverständlich den Rechtsextremismus als eine wesentliche Priorität in allen Ermittlungsarbeiten aufnimmt und hat. Und mein Eindruck, das will ich auch sagen, ist nach Gesprächen mit dem Verfassungsschutz, nicht nach der Tat und dem Mord an Walter Lübcke, sondern schon Monate zuvor, dass das auch und gerade beim Landesamt für Verfassungsschutz hier in Hessen sehr wohl der Fall ist. Eine absolute Prioritätensetzung in die Ermittlungsbereiche rechtsextremer Gefährdungspolitik. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig. Wir werden alles in unserer Macht Stehende unternehmen, die Freiheit und eine sichere und offene Gesellschaft zu bewahren. Das sind wir Walter Lübcke, einem aufrechten, mutigen Demokraten, unserem Freund, langjährigen Kollegen und einem mutigen und liebenswerten Menschen schuldig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind also am Ende der Debatte angelangt und kommen nun zur Abstimmung über die beiden vorliegenden Anträge zur Geschäftsordnung. Herr Schaus. Herr Präsident, wir bitten darum, die Ziffer 4 getrennt abzustimmen des Antrags der vier Fraktionen. Okay.
Ich rufe als erstes zur Abstimmung auf den Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, Freie Demokraten, Dr. Walter Lübcke, Feigenmord konsequent aufklären, unsere Demokratie entschlossen verteidigen, Drucksache 849 aus 20. Und wir stimmen hier zuerst getrennt über die Ziffer 4 ab. Wer der Ziffer 4 die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind AfD, FDP, CDU, Bündnis 90, die SPD. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion Die Linke. Dann lasse ich jetzt über den Rest dieses Antrages abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Ich frage trotzdem.